So Leute, schon wieder hier, jetzt habe ich ja gesagt, in der Folge davor, dass ich versuche, eine leichte, wirklich leichte Karte zu finden. Wir sehen es ja hoch, 114 Schlachtgruppen, niedrig 21 Schlachtgruppen, Clastium, das nehmen wir. Handicap, wir brauchen Vorteil, starker Vorteil Römer. Was spielen wir? Römer gegen die Gallier. So, okay, das muss jetzt klappen. Neues Spiel. So, ich soll jetzt platzieren. Mache ich. Wenn unsere Einheiten jetzt so platzieren, dass sie zusammengehören, also zusammenbleiben. Und werden uns so positionieren, dass wir an der unteren stärkeren Einheiten gut zusammenstehen. Was ist alles, was ich habe? Hier, das ist ja gar nichts. Okay, soll wohl eine schnelle Runde werden hier. Zu beenden. Was die Gallier machen hier jetzt. Okay, die greifen schon an. Speerwerfer. Das sieht nach einer harten Einheit aus hier. Gallische Kavallerie. Okay, wir sind dran. Jetzt bin ich blöd dran. Jetzt bin ich doch etwas blöd dran. Okay, ich versuche hier einfach innerhalb dieses Rings hier, also der Feinde, meine Einheiten einzustellen oder hinzustellen. Also ich werde mich innerhalb aufhalten, so meinte ich das jetzt. Was sind das? 1000 leichte Speerträger. Sturm- und Fußsoldaten. Ich muss ihn hier unterstützen. Wir reiten hier hin. So wird das weiterhin platziert. Okay. Ne, jetzt komme ich dazu. So, wir sind fertig. Gucken, was jetzt kommt. Ja, beenden wir den Zug. Ich habe das Gefühl, man kann hier manipulieren. Oder ich bin nichts. Nee. Etwas entschieden falsch. 97. Oh Gott. Fragmentiert. Fragmentiert. Ja, ihr müsst dran glauben. So gehört sich das. Okay, ich habe auch nicht viel verloren da jetzt. Ah, hört doch mal auf, uns zu verfolgen hier. Okay, sind alle meine Speerwerfer sind jetzt unten. Das ist blöd. So, dann gucken wir auch dementsprechend mal, dass wir sie hier entfernen. Viel Schaden kriegen sie ja nicht ab. Ist jetzt hier noch 491, 982. Die Gruppe ist viel größer. Wir sollten eigentlich eine kleinere Gruppe machen. Wir denken, dass jemand hier direkt drin geworfen ist. Das ist unsinnig. Wie auch immer, wir müssen trotzdem weitermachen. 985 gegen 947. Ich will nicht zu weit von den anderen entfernt sein. Okay, hier kann ich noch einen Angriff machen. Wir bleiben hier oben als Support. Nein, verweigern die sich schon wieder, diese Penner. Ich bin so gesockt, nicht. Besiegt! Ja, immerhin. So. Immer euren Krempel hier.
Ihr habt eure Leute hier im Stich gelassen, ne? Ihr Kavalleristen da unten. Flüchten hier. Ich brauche die eigentlich hier oben, das ist jetzt echt auch blöd. Ziehen sich zurück, um die zu verstärken. Warum? Was machen die da oben noch weiter? Ach, der regt mich auf. Scheiß verweigern die ganze Zeit. Ziehen sich auch zurück. Muss vor. Was sieht's mit denen aus? Speerträger 100%. Leichte Speerträger. Oh Gott. Fußsoldaten. So erstmal die kleineren Einheiten auf sie abbauen. So, müssen wir zusehen, dass wir hier die Truppe kaputt kriegen. Aber das wird auch nicht so einfach, weil offensichtlich die viel mehr aushalten, als ich angenommen habe. Wahnsinn! Ey, fällt mir nicht, ist schon wieder nichts zu ein, was soll ich sagen? Die rauchen uns schon wieder auf. Ich bin mir ziemlich sicher. Ey, wie weit wollen die denn noch da weg? Das nervt, dass man das nicht beeinflussen kann, dass sie eine höhere Moral haben oder sowas. So, die wurden besiegt. Das ist ja toll, ey. Darfst du jetzt mittlerweile auch mal wieder an? Kommt immer wieder runter hier. Sie sind besiegt, da wird nichts mehr. Wir stehen hier echt blöd. Ich schicke die nach oben, die sollen sich da sammeln. Und die anderen. Lumpen hier echt. So, bin fertig. Zeit für einen Schluck Kaffee, sag ich mal. Das sind so feige Hunde, dieses ständige Abhauen. Wie soll denn das was werden? Jetzt mal im Ernst. Oh, Jesus. Das sieht echt nicht gut aus. Die kommen auch nicht zurück, obwohl die angreifen sollten. Das wäre für mich besser. Okay. 216 fragmentiert. So, das sind ja gar nicht meine Einheiten. Gucken, ob die hier schaffen, hier komplett zu. Die sind auch besiegt. Super. So, dann kommen wir hier runter. So, jetzt habe ich alle eingesetzt. Sie haben gesiegt. Ich habe gesiegt. Das ist alles. So sieht das aus.
Haben die so aufgegeben, obwohl die in der Überzahl waren. Starker Vorteil Römer, naja gut. Ja, so sieht das aus, wenn man gewinnt. Auch nicht anders, als wenn man verliert. Also kommt jetzt kein großes Terrarie. Ja, wenn ihr das unterhaltsam findet, ist echt nicht so mein Spiel oder meine Art des Spielens. Also früher habe ich auch mal ab und an sowas gespielt, aber halt eher so im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Für mich ist das nichts. Wer will, kann das Spiel haben. Einfach privat anschreiben. Dann klären wir das. Ja, weiß 1,50 Euro fürs Porto und dann kriegt ihr das Ding hier. Das ist nagelneu, ne? Hab das erst vor kurzem ausgepackt und heute zum ersten Mal gespielt. Aber ist nicht so mein Ding, würde ich wahrscheinlich nicht normal spielen. Es ist nicht schlecht, aber sind halt eher für die Tabletop-Cracks oder keine Ahnung, wen das halt so interessiert. Mein Ding ist das nicht so. Und wie gesagt, wer es haben will, einfach kurz anschreiben und der Erste, der mich anschreibt, der bekommt's. So, dann sehen wir uns bei dem nächsten Spiel. Also, ciao Leute.